Ja, der Strom ist halt tatsächlich gerade recht knapp, muss man sagen. Hier, die große Batterie ist fast leer. Nicht gut, nicht gut. Wir sind aber, glaube ich, gerade am. Ah, die Forschung geht natürlich auch nicht wirklich. Aber ich glaube, wir sind hier bald fertig. Jawohl, dann haben wir neue Generatoren. Ich glaube, wir brauchen einen Kohlegenerator, wobei der natürlich, schätze ich mal, Kohle braucht. Und da. Neutronium? Was zum Teufel? Was es hier alles gibt. Ja, da müssen wir erstmal Kohle suchen. Ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwo, ob wir irgendwo Kohle haben. Wahrscheinlich nicht. Algen. Ja, Vielleicht kann man auch was anderes verbrennen, aber ich meine, Kohle. Ja. Ansonsten gibt es noch diese Wassergenerator, aber ich glaube auch der ist nicht so mega gut. Da war irgendwo Kohle. Kohle, hier ist ein bisschen Kohle. Toll, das heißt, wir müssen darüber. Da sieht es auch irgendwie giftig aus. Hier ist Kohle. Dann bauen wir hier einfach auch nochmal so einen Gang. Wir diggen uns einen Gang. Und zwar diggen wir einfach mal bis hier rüber. Zack. Da ist leider keine Kohle unterwegs, fürchte ich. Obsidian haben wir hier. Hier haben wir Ignis Rock. Ah, aber hier oben ist dann eben Kohle. Da können wir dann ein bisschen abbauen. Sollten wir für den Anfang eigentlich auch nicht so viel Kohle brauchen. Haben wir doch irgendwo anders Kohle? Ich kann sie langsam erkennen. Ich weiß jetzt, wie die aussieht. Wobei, wenn es Tag wäre, könnte ich die, glaube ich, noch besser erkennen. Natürlich schön, wenn die Kohle näher wäre, aber ich fürchte tatsächlich, dass das die nächste Kohle ist. Ne, hier ist ja Kohle. Ah, perfekt. Da haben wir, dann dürften wir sogar schon Kohle haben. Okay. Vielleicht cancel ich dann sogar den Bild nochmal. Weil, nee, dann was brauchen die da eigentlich gar nicht machen. Dann will ich da gar nicht rüber. Da bauen wir einfach hier ein bisschen Kohle ab. Ist doch auch schön. Einfach hier so ein bisschen reinbuddeln. So, fertig. Metall haben wir auch noch. Oder hier so Kupfer. Was, glaube ich, als Metall zählt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja. Och nee. Jetzt pingelt der hier runter. Toll. Gut, da unten ist es mir eigentlich gerade egal. Tatsächlich. So schlimm ist es gar nicht. Aber die sollten das hier einfach einmal hier ausleeren. Mann. Es ist wirklich so schwer, die Toilette sauber zu halten. Wir brauchen eine bessere Toilette. Und dementsprechend müssen wir hier auch wieder mobben, denn wenn hier Wasser rumliegt, gerade noch verseucht ist, das erhöht leider auch den Stress. So, hier fehlt auch irgendwas. Outside of Greenhouse. Und wir haben auch irgendwie keine Farmer dafür. Also können wir das Building erstmal disablen. Gut, dann können wir mal aufs Jobboard schauen, ob wir hier noch irgendwas Neues machen können. Denn haben wir hier irgendwann hier. Der hier ist zum Beispiel jetzt auf 100%. Der könnte jetzt hier Kurier werden. Devin. So, zack. Er ist jetzt hier Kurier. Und dann. Oh, wir müssen hier noch mehr mobben. Toll. Fast wie in der Schule. Immer schön mobben. Ja, genau. Okay, hier können wir natürlich nicht mobben. Toll. Und nochmal. Och Mann, pinkelt doch nicht überall hin. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch. Ah, endlich kümmert sich mal jemand darum. Meine Güte. Ich kann ja verstehen, dass jemand das Klo sauber machen will, aber trotzdem, das muss halt einfach gemacht werden. Ah, naja, gut. Na toll, jetzt wird hier der. Das Essen in den Siff hier ausgekotzt. Das ist ja toll. Ich freue mich. Oh, was haben wir hier? Automation. Ah, da können wir noch nichts machen. Okay. Ich glaube, das meiste Neue haben wir eigentlich gebaut. Ah, genau. Aufs Jobboard wollte ich noch weiterschauen. Denn, ja, sammelt jetzt hier zum Beispiel. Architekt können wir auch jetzt hier schön die Bubbles zuweisen. Und hier oben mal können wir auch den Miner. So, dann lernen die nämlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja, sicher besser. So, hier haben wir zum Beispiel auch Research, haben wir zwei. Da kann jetzt jeder Turner, wird jetzt hier schon zum Scientist. Nicht nur Assistent, sondern schon selbst Forscher. Und wir könnten uns jetzt einen holen, der sich um Art kümmert, aber ich weiß wirklich nicht, ob das aktuell unser großes Problem ist. Dann Tidy und Plumber. Das wäre mal was. Es will halt sich niemand um die blöde Toilette kümmern. Vielleicht brauchen wir einfach jemanden, der den Skill hier hat. Vielleicht finden wir hier einen, der den Skill hat. Das wäre es ja. Supply, Research, Supply. Brauche ich eigentlich alle nicht.
könnten mal Reject All machen, weil wir brauchen eigentlich aktuell nicht wirklich einen. Und ich hätte halt gerne einen, der Tidy kann. Und der darin interessiert ist. So. Machen wir einfach mal. Ich will auch einfach mal testen, was da genau passiert. Aber wahrscheinlich müssen wir uns einfach auf den nächsten warten. 3 Cycles. Na gut. Aber wie gesagt, wollte ich auch mal gemacht haben. So, jetzt fehlt ihm noch was. Polluted Water. Wir haben jetzt ja eigentlich das angeschlossen. Wir haben einen Schlauch dran. Strom hat er auch. Aber tatsächlich kann er das nicht da reinfüllen. Obwohl, so wie ich das jetzt sehe, hier eigentlich auch ein Schlauch ist. Also, ja, wie ich schon fast vermutet habe, das reicht halt nicht. Der ist hier irgendwie nicht angeschlossen. Kann ich hier irgendwo erkennen, wo er... Hier ist halt nirgends irgendwie... Ja, Mensch, muss ich das hier oben wirklich reinfüllen? Phosphor fehlt auch immer noch. Haben wir da mittlerweile den Gang? Nee, hat noch niemand weitergebaut. Okay. Damit wäre das zumindest geklärt. Nee, aber wo muss das rein? Ich kann es nicht wirklich... Wenn wir das bauen, wo war denn der überhaupt? Hier. Steht da irgendwo, wo was reinkommt? Hier. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Hier muss es, glaube ich, rein. Testen wir mal. Plumbing, Liquid Pipe. So, das... Ah, das sieht gut aus. Okay, da muss es rein, aber ich finde, da hätten sie so einen Schlauchanschluss oder so zeigen können. Das habe ich jetzt... Fand ich jetzt nicht so ersichtlich, dass es da rein muss. Wenn es überhaupt da rein muss. Wir werden es gleich sehen. Naja, aber dann sollte das eigentlich hier auch schon sichergestellt sein. Das heißt, hier fehlt dann tatsächlich nur noch dieses komische Phosphor. Und da können wir ja schön Dünger herstellen. Das ist doch toll. Ich weiß auch noch nicht, ich meine, der hier braucht ja anscheinend ein Greenhouse. Ich weiß aber nicht, wie wir hier sagen können, was ein Gebäude quasi sein soll oder welcher Bereich was ist. Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht. Und hier ein Lavatory brauchen wir eigentlich als nächstes, sobald da die Forschung weiter ist. Was schon sehr bald ist, brauchen wir unbedingt sowas. Haben wir das hier irgendwo? Lavatory, hier genau, Sanitation brauchen wir danach. Das sollten wir direkt danach erforschen. So, ansonsten genau. Kohle haben wir ja eigentlich. Da brauchen wir eigentlich einen Platz, wo wir unser Kohlekraftwerk hinstellen. Und warum nicht hier direkt bei der Kohle, oder? Es ist noch nicht zu weit weg, aber trotzdem so ein bisschen weg, damit das irgendwie nicht zu warm macht oder zu viel Kohlenstoffdioxid hier irgendwie verbreitet. Keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Ja. Ja doch, ich glaube, da ist tatsächlich ein gar nicht so schlechter Ort für ein Kohlekraftwerk. Können wir eigentlich einen Boden schon mal reinziehen? Ich mache immer hier 4er Höhe. Braucht man, glaube ich, nicht unbedingt. Ich glaube, 3er würde komplett ausreichen, theoretisch. Aber egal, wir machen 4er Höhe. Einfach, weil wir es können. Und dann bauen wir hier mal schön rein. Dann können wir hier eigentlich gleich noch den Teil des Bodens entfernen. Hier. Na gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. So. Das wollte ich. Komm, bauen wir das auch noch ab. Ja, doch. Das sieht doch gut aus. Perfekt, jetzt wird hier gebaut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Jawohl. Das sieht gut aus. Uns fehlt nur noch das blöde Phosphor, was bald kommen sollte. Sobald hier einer weiterpuddelt. Ja, toll. Dauert vielleicht doch noch ein bisschen. Ja, Stress ist leider wieder ziemlich hoch. Ich weiß noch nicht, wie wir den Stress am besten vermildern können. Wo der am meisten ausgelöst wird. Ich weiß noch nicht, ob man hier irgendwie was nachlesen kann zum Stress. Reports. Vitals. Stress. Ja. Soggy Feet. Also tatsächlich, ja, Wasser einfach am Boden, weil die überall hinpinkeln. Dann Sleeping. Ach, das Sleeping entfernt wieder. Und Care entfernt auch. Okay, eigentlich sollte das gut sein. Minus 28% pro Cycle. Ja, mit dieser Moral muss ich sagen, das Moralsystem habe ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden. Vielleicht braucht man dafür tatsächlich mal so... ja, ich weiß gar nicht, was genau.
Das sind ja auch zwei Kranken. Na super. Kein Wunder, geht es ja nicht so richtig voran. Okay, ich glaube, den nächsten Duplikant sollte man wieder ausdrucken. Ich glaube, wir könnten eigentlich doch wieder einen gebrauchen. 7 Stück sind wir bisher. Ich meine, das ist ja jetzt noch keine Überpopulation, glaube ich. Das ist ja alles noch im grünen Bereich. So. Hier, der Mad Bay. Ich verstehe auch. Ich glaube, man muss irgendwie bestimmte Sachen reinbauen, damit es dann so gilt. Aber ich weiß noch nicht, ob muss das durch eine Wand dann getrennt sein. Und was für Dinge brauche ich genau für ein Mad Bay. Also das ist mir noch nicht so ganz klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wüsste jetzt hier auch nichts, was ich hier irgendwie ändern kann. No. Hm. Naja. So, Plumbing. Wir haben alle schon alles gebaut. Ich schaue einfach nochmal durch, ob wir noch irgendwelche Sachen haben, die wir noch nicht gebaut. Ah, da unten. Was haben wir hier? Eggcracker. Okay, wir können tatsächlich Dekor plus 10. Es gibt also Dekor, dann bauen wir es einfach mal, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Damit können wir also Eier aufschlagen, auch wenn wir eigentlich noch gar keine Eier irgendwie produzieren oder so. Dennoch bauen wir es einfach mal. Einfach, weil wir es dann haben. Es braucht auch keine laufenden Kosten oder so, so wie ich das sehe. Von dem her können wir es ja, wie gesagt, bauen. Die Farm-Tiles. Okay, da können wir dann Wasser reinleiten und dann ist es vielleicht bewässert und dann wächst es vielleicht schneller. Aber tatsächlich würde ich das Wasser eher versuchen zu sparen, wenn es geht. Wobei ich die Farmteils auch interessant finde. Damit müssten wir die theoretisch... Oh, mit O kann man es rotieren, nämlich. Müssten wir theoretisch von der Decke farmen können, wenn ich das richtig verstehe. Ich möchte das jetzt mal testen. Einfach hier so ein bisschen... Ach komm, wenn schon, denn schon. Wobei, das ist vielleicht zu hoch. Hm, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch nicht. Ich meine, zu niedrig, oder? Ich weiß es nicht. Weil die sind ja zwei hoch, die Pflänzchen. Könnte sein, dass dann zu niedrig ist. Na, wir werden sehen. Was macht denn die Forschung eigentlich? Forst brauchen wir leider immer noch nicht, so wie es aussieht. So, die Forschung braucht doch leider immer noch. Hat sich irgendwie nichts getan in der Zeit. So, ich dachte schon, er forscht jetzt, aber nein, der lässt sich nur wieder massieren. Hier hat es immer noch niemand geschafft aufzuwischen. Meine Güte. Essenstechnisch, ja, der Kühlschrank leert sich leider auch. Sieht also gerade nicht so richtig rosig aus, muss ich sagen. So. Der hat hier Probleme irgendwie. Er mag das Bett nicht. Ja, oder die mag das Bett nicht. Aber wir haben noch kein besseres Bett. Ja, kann ich wirklich nichts für. Seid froh, dass ihr überhaupt ein Bett habt. Shop findet sie aber irgendwie toll. Genauso wie das Waschbecken. Aber das, okay, das hier gefällt ihr mir auch nicht. Ja, die sind auch mit nichts zufrieden mal wieder. Das kann man schon bald wieder entstopfen hier. Ist ja unglaublich, wie schnell das immer geht. Unglaublich einfach nur. Ich frage mich auch, ob wir hier Schläuche anschließen können. Und dann frage ich mich, ob wir das überhaupt machen wollen. Naja. Sie macht hier was? Ah, sie baut hier ein bisschen. Ah, ne, sie sammelt. Okay, ja gut. Hier könnte mal einer weiterbauen, Leute. Geht mal da ein bisschen hin. Wir haben noch extra einen, der hier fürs Bauen beschäftigt wird. Haben wir sonst irgendwie, den wir... Nee, können wir niemanden mehr... Wir haben hier 1, 2, 3. Was ist eigentlich mit denen? Oh, die haben Stress. Ah, das erklärt einiges. Hier auch. Warum ist das Tier so hoch? Mensch, das ist doch bescheuert. Okay, das scheint ja irgendwie zu hoch zu sein. Okay, das sind irgendwelche Moral-Expectations. Okay, das kenne ich jetzt
Das habe ich davor noch gar nicht so richtig gesehen. Deswegen haben wir auch so viel Stress gerade. Also müssen wir die doch wieder zurückziehen erst einmal. Wobei ich ganz ehrlich die hier unten doch gerne behalten würde. Aber die sind alle zu hoch eingestellt. Moral 1. Je, je, je. Moral 3. Das geht ja eigentlich noch, aber... Der ist wahrscheinlich auch viel zu hoch. Moral 1, ja. Wie kriege ich denn diese... Wie kann ich denn diese Moral ändern? Wir machen trotzdem mal noch hier dazu, weil ich finde diese Mützen so toll, aber... Okay, das erklärt zumindest jetzt schon mal den Stress. Okay, dann bin ich schon mal schlauer. Das ist ja schon mal was. Da habe ich irgendwie davor nicht drauf geachtet. Ich verstehe jetzt auch noch nicht, wie das mit der Moral genau... Kann ich die Moral erhöhen? Oder kriege ich die Moral nur mit neuen Duplikants? Also kann ich da dann einfach nur schauen, wer wie viel Moral hat. Haben wir hier irgendwo was? Jobs mastered. Mufa-Job. Das ist gut, dass sie das schaffen. Unser Research ist auch irgendwie komplett alles. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Das kann weg. Ja, das kann ich jetzt, also das mit der Moral verstehe ich noch nicht hundertprozentig.